Freunde, herzlich willkommen zurück zu Anstoß 3, The Neverending Story. Herzlich willkommen zurück bei Paris Saint-Germain. Salut, meine Freunde. Ich grüße euch vom Platz 2 der Tabelle. Das wollen wir in diesem Video natürlich ändern. Wir wollen zurück auf Platz 1. Wir wollen unseren Titel zum, wir schauen mal nach, mittlerweile, ich sage es euch natürlich, dritten Mal verteidigen. Wir wollen ihn wiederholen. Das ist das ganz, ganz große Ziel. 2 Punkte hinter Angers. Auch im Pokal sind wir noch vertreten. Gegen Oyssel, das ist ein Amateur. Da sollten wir hoffentlich weiterkommen bis ins Achtelfinale und auch in der Champions League. Wollen wir weiter angreifen? Wir spielen da gegen den KAA Gent. Das wird unser nächstes Spiel. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten auch gleich wieder rein. Wir müssen schnell schauen. Naja, gut, wir müssen den mit großem Talent fördern. Die sind hier alle eher Ausschuss, muss man ganz ehrlich sagen. Im neuen Stadion angekommen. Wollen wir jetzt endlich loslegen? So, Freunde. Team ist sehr gut benannt, würde ich sagen. Wir haben Vertragsverhandlungen mit einem jungen Spieler, 20 Jahre alt, aus Costa Rica. Allerdings nichts für uns, da er nur großes Talent hat. Die Frage ist halt, wenn wir ihn sehr, sehr günstig bekommen, sehr, sehr, sehr günstig, dann dann können wir da natürlich drüber reden. Omarsson geht auf Leihbasis zu Brest. Ja, auch das ist mir natürlich immer nicht so recht, wenn die zum Liga-Konkurrenten gehen. Das kann ich allerdings nicht beeinflussen. Wir haben hier unseren Freund ebenfalls aus Costa Rica, der schaut, dass er sein Ding kriegt. Hier haben wir ihn, Stärke 7, oh, da gibt es Kohle dafür, wenn wir den nächstes Jahr verkaufen oder sogar in der Winterpause, da gibt es richtig Kohle für, aber warum nicht? So, wir treten an in Gent. In Belgien. Und Berisha bringt uns in Führung. Tja. Die Niederlage im Champions League Finale. Sie sitzt tief. Aber wir werden und natürlich hoffen wir, dass wir nochmal die Chance kriegen werden. Das ist das ganz, ganz, ganz große Ziel natürlich. Der Henkelpott. Ein Sieg gegen Gent würde dann natürlich ungemein helfen. Jetzt kassieren wir auch noch den Ausgleich. Das ist natürlich bitter in der 82. Weiter Jerusalem gewinnt allerdings gegen Milan. Von daher ist das gar nicht mal so schlimm. Geht jetzt darum, weiterzukommen natürlich. Nein, nicht Gulaschi. Glowacki. Wir nehmen Matthias Meyer. 24 erst, der Junge. Weil Alic noch gesperrt ist. Und wir spielen gegen Dijon. Die sind Tabellenletzter. Tja, ihr wisst, was das bedeutet. Kovacic bringt uns im Moment auf Platz 1 mit seinem Tor. Oh,
Angers 1-1 gegen Nizza, aber wir sind nicht überzeugend. Das ist alles andere als überzeugend. Angers führt, muss aber den Ausgleich von Nizza hinnehmen. Ismail, Hakim, Turba, hat alle Zeit der Welt. Macht das Tor aber nicht. Elfmeter für Dijon, das ist natürlich... Ja. Sehr, sehr unglücklich. Gegen den 18. nur 1-1. Das ist natürlich eine Katastrophe, da brauchen wir nicht reden. Wer das schön redet, hat den Schuss nicht gehört. Vor allen Dingen, wenn wir darüber reden, dass wir ja jetzt auch noch Länderspielwochenende haben. Beziehungsweise nicht Wochenende haben, sondern Länderspielwoche. Da werden wir nochmal den Kader zusammenstellen. Der 178. Region von Donnarumma wird im Tor stehen. Wie alt ist er? Mittlerweile 32. Wobei, ist er... Ja, den haben wir noch geholt. Das ist richtig. Der kam noch bei uns aus der Jugend oder war noch ein Jugendspieler? Ich weiß es nicht mehr. Dann bei Milan gespielt, jetzt bei Manchester. Ja. Brauchen wir nicht reden. Gigi Donnarumma. Glorreiche italienische Verteidigung. Ali aus Cagliari. Ich dachte es mir doch, der war doch auch mal bei uns in Manchester, ja. Ja. Richtig. Okay, die Zeiten von Maianello sind vorbei. Hat Italien Nachholbedarf? So, die Stürmer Schwab, das ist Rice. Na, hier nehmen wir mit. Und es ist natürlich noch Platz für Dumfries. Auch ihn möchte ich gerne mitnehmen. Zum Freundschaftsspiel gegen Ungarn. Buchel wird im Tor stehen, ganz klar. Mit dem rechten Mittelfeld aufgestellt, eher ungünstig. Na gut. So, von der linken Seite nehmen wir Mr. Anderson. Und auf der rechten Seite. Nächsten, okay. Swap. Gut. Das Ganze garnieren wir mit einer Zweikampftaktik. Der Startrennen will ihn unbedingt haben. Ich gebe Mora weg, aber nicht ab an Startrennen. Okay. 120.000 in meiner Punkrock-Arena zu Turin. Wir haben nur noch diese drei Spiele, bevor wir dann in die Heim-WM starten. Also es muss passen dann. Bis jetzt sieht es gut aus.
Ecke. Nalsson. Gelb für Anderson. Ah, da wollte ich nicht drauf. Ich wollte eigentlich darauf, dass sie den Gegner fertig machen sollen. Aber mal schauen, was es bringt. Ungarn relativ überfordert. Aber wir schaffen es nicht, einen Nadelstich zu setzen. Probieren es jetzt mit einem neuen Stürmer und Berg in der Defensive. Nelson. Drin ist er. Luis Nelson. Auf ihn wird viel ankommen bei der Weltmeisterschaft. Srinic. Sehr gut. 4-0. Das ist sehr gut. Und wir müssen jetzt gegen die AS Monaco ran. Ausverkauft. 758 Fans nur dabei. Wir müssen jetzt eine Lösung finden, wieder in die Spur zu kommen und zu punkten. Angers macht vor, wie es geht. Die legen vor, auswärts bei Brest. Wenn wir sie nicht enteilen lassen wollen, sollten wir uns jetzt zusammenreißen. Allerdings natürlich ein absolutes Topspiel. Darf man nicht vergessen. Aber wir müssen natürlich liefern. Brest als Tabellenletzter. Na, Tabellen 17. 16. Wird uns die Chance, wird uns das nicht abnehmen. Aber, oh, Beister kann ausgleichen. Glücklich, sehr glücklich. Gott sei Dank. Kovacic macht alles richtig. Wir haben hier ein absolutes Juwel. Ein absolutes, dass wir gerne auch einsetzen können. Turba 3-1. Das ist sehr gut. 2 Punkte bleiben wir dahinter. Weiter Jerusalem. Da wird viel drauf ankommen hier. Alic ist wieder mit von der Partie. Alic wieder dabei. Mustavi Einzelgespräch natürlich. Die Jungs sind klasse drauf. Allerdings muss man sagen, wie schaut es bei Hennessy aus? 5 Tore in 9 Spielen, sehr gut. Und auch Turba, 9 Einsätze, 2 Tore, ja. 2 Elfmeter schon verschossen. Ist jetzt nicht das Beste. So, Beister, mega junger Spieler, hochtalentiert. Der bleibt auf jeden Fall hier. 9 Einsätze, 2 Tore. 3 Länderspiele, 2 Tore. Also wirklich guter Junge. Wow. Das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Saint-Étienne. Wir sind absolut unumstritten. Das ist sehr gut. Wir müssen nur schnell schauen. Ja. Position werden wir wählen, wenn es dann soweit ist. Es gibt mittlerweile eine Videoleinwand, eine Rasenheizung, Sitzkissen, Luxuskabinen, ausfahrbares Spielfeld, Flutlicht. Das werden wir hier alles durchführen müssen. Sieht man das dann auch? Nicht wirklich. Das werden wir hier alles durchführen. 12 Millionen nur noch. Das macht nichts, denn
Der warme Segen muss hier irgendwann wieder zurückkehren. Egal. Erstmal absolut egal. Wir werden noch mal einen Beobachter losschicken nach Südamerika. Koch. Ja. Da kannst du. Von der Liste streichen. Beide absolut streichen. So, wie gesagt, wir haben mit Aurel Bisek einen absoluten Megaspieler hier, der noch 8 Jahre da ist und fast kein Geld kostet. Also im Gegensatz zu Mustafi, sagen wir es mal so. Gut, der kassiert jetzt auch nicht wirklich viel. Beitar Jerusalem. Started the Punk. Dieses Spiel könnte entscheidend sein. Definitiv entscheidend sein. Turba kontert im eigenen Stadion. Also wenn wir dieses Spiel gewinnen, sieht es wirklich gut aus. Kovacic Elfmeter jetzt aber wieder verursacht. In den Winkel, da kann Buchel nichts machen. Turba mit einem Doppelpack heute. Hennessy trifft ebenfalls. Die Kontertaktik geht bisher komplett auf. Mega. Dann gehen wir jetzt auch in die Offensive über und bringen Denzel Dumfries und werden Aurel hier mit reinbringen. Da habe ich Bock drauf, den mit einzubinden. Berisha. Kann sich durchsetzen. Schöne Flanke, Hakim. Alic tritt den Eckball. Gut, 4-1. 1,7 Millionen 600.000, also fast ja, über 2 Millionen eingenommen. Das ist super, aber auch hier ist immer nur der. Doch, wir haben das absolut bessere Torverhältnis, also es sollte reichen. Sollte und es könnte auch reichen. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Der gute Maier hat ein kleines Formproblem, weil er sich nicht mehr so auf Fußball konzentrieren kann. Dann spielen wir heute mit einer doppelten Defensivarbeit. Und schau mal, was Aurel in einem Spiel gegen Saint-Étienne, gegen den 12. zustande bringt. Der Taktik könnte man auf Konter spielen. Rot für lange. Gut, wir sollten aufpassen, dass wir nicht selber bei der Rote finden, kassieren. Also, Karten sitzen locker. Beim Schiri. Karten sitzen locker, aber Hennessy macht sein sechstes Tor im 10. Spiel. Sporn mit dem Treffer. Jetzt lösen wir ihn noch auf.
Wir kommen nicht über ein 1-1 hinaus, aber auch Angers 0-0-0. Genau, hier müssen wir die Opposition wählen. Vorstand komplett ausgeboten. Komplett. So, die Frage ist natürlich, wir können das natürlich so durchziehen, das ist ganz klar. Zumindest gegen das Amateurteam. Dann Freeze und auch Glowacki. Sehr schwach und wir müssen unser Geld wieder kriegen irgendwie. Müssen Geld einnehmen. Das werden wir nicht mit so einem Kader. Beziehungsweise mit dem Kader schon, aber nicht mit dem Umfeld. Über Jahre. Ich brauche Meier zurück, der wirklich gut drauf war eigentlich. Aber gegen Oisiel dürfen andere ran. Oisiel. Fünfte, was müsste deutlich darauf hin, dass er gelbe Karte geben würde. Okay. Aurel ist gerade. Ja, er versucht sich zu beweisen, aber es ist schwierig. Mustafi. 20. Minute, zweites Tor im Pokal. Kovacic. Macht dann in der 30. das Tor. Gut, ich würde sagen, Aurel hat seine Chance bekommen. Genauso wie heute Denzel Dumfries die Chance bekommen wird. Und auch Nasri die Chance bekommt, ja. Dumfries macht es tatsächlich, Mustavi macht's. 4-0, Kovacic, ja. Da kann man ein bisschen Selbstvertrauen tanken. 5-0 finde ich dann angemessen. Sechs-null wäre natürlich schöner. Turba. Ja, in der 88. Sehr gut. Berisha vielleicht nochmal zu Nasri. Gibt es noch das 7-0? Ja, Nasri nutzt seine Chance und macht das Tor. 7-0. Sehr gut. Nur 4.400 Zuschauer. Aber natürlich besser als ein Auswärtsspiel, muss man ganz klar sagen. Das haben wir jetzt allerdings auch wieder im Achtelfinale gegen Amateure. Und das ist doch gar nicht mal so blöd. Zweiter gegen Vierten. Puh, sehr durchwachsen unsere Bilanz. Wir bräuchten mal wieder ein ordentliches Ergebnis. Berisha setzt sich damit dafür ein, dass wir wieder auf Platz 1 stehen. Angers schwächelt gerade gegen Nantes. Wir müssen dieses Ergebnis über die Zeit bringen erstmal.
Das musst du erstmal so drauf haben. Jupp, Tabellenführer. Tabellenführer. Dank Faruk Berisha. Alic ist wieder da. Fürs entscheidende Champions League Duell. Das ist schon mal super. Immerhin spielen wir auch zu Hause. Und danach der Knaller gegen Angers. Auf geht's. Für die Zwischenrunde. Turba in der dritten Minute, in der zweiten Minute sogar schon. Mit seinem dritten Tor, so ist es richtig. Und er bringt uns in Führung. Macht damit die Zwischenrunde klar im Moment. Talbot schiebt ihn über die Latte. Hakim schneidet ihn rein. Talbot kommt raus, faustet weg. Bleibt dieses Ergebnis so oder spielen wir unentschieden, sind wir auf jeden Fall in der nächsten Runde. Okay, jetzt hat es Mustafi erwischt. Orel wird ihn ersetzen. Ein 1:1 Positionenwechsel. Alic. Wahnsinn. Und Jan-Orel Bisek macht das die Vorlage dazu. Jetzt werden wir aber überrannt, gerade von Milan. Eieiei. 2:2 mittlerweile. Milan dreht das Spiel. Unglaublich. Eieiei. Milan dreht das Spiel. Dumfries muss rein. Globacki kommt. Offensivpower muss jetzt helfen. Fürth. Milan dreht das Spiel komplett. Wir haben, glaube ich, plus 4 in der Tordifferenz. Die haben nur 2 aufgeholt. Wir bleiben Erster. Wir bleiben Erster. Gleiche Tordifferenz. Aufgrund der mehr geschossenen Tore bleiben wir vorne. Wow. Cagliari, Atletico und Zaniewski. Das ist doch mal was. Kann sein, dass wir später noch mal in den Prinzenpark wechseln. Also noch mal das Stadion. Jetzt erst einmal vor 16.000 in Angers. Könnte eine kleine Vorentscheidung sein. Zumindest was die Herbstmeisterschaft angeht. Oh.
Angers gibt alles. Kovacic bringt uns allerdings mit seinem fünften Treffer in Führung. Ja, Freunde. 1-1. Und ja, ich habe es auch gesehen. Miyoshi, unser verliehener Spieler, macht das Tor. Pech. Können wir noch mal einen Konter setzen? Schalten noch mal in die Offensive. 1-1, okay. Sassuolo möchte uns gerne haben. Berisha ist mittlerweile okay. Ja, sehr gut. Den Ball halten, sehr gut. Wir werden dementsprechend Berisha. Das Flanken leeren. Warum macht der Mora weg hier gar nichts? Der kriegt noch eine Spielübersicht. Wird immer weniger die Kohle, okay. Na gut. Wird nicht gerade zur Stimmungsaufhellung beitragen. Wir knallen unser Geld wieder raus für den Club. Bude ist ausverkauft gegen Montpellier. Muss jetzt was passieren, ganz klar. Turba. Beister. Montpellier will sich auch wieder oben rankämpfen. Braucht die Punkte dringend, um dem Abstiegskampf zu entrinnen. Alic. Alic ist endlich wieder da. Jawohl. Ne, ja, Angers für 2-1 gegen Lena. 3-1, okay. Ja. Wunderbar drauf, die Jungs. Also es geht tatsächlich.
dann rühre ich ein bisschen mehr Kram um alles hier. Ziel muss jetzt das Viertelfinale sein. Zu Hause. 22 Fans aus Finnland mitgekommen. 22 Fans, Leute. Das müssen wir einfach für uns nutzen. Kovacic. Gelbrot für Goldberg. Das müssen wir für uns nutzen. Mustavi, erstes Champions League Tor dieses Jahr. Mustavi, noch ein Champions League Treffer. Nach dem Doppelpack darf er raus. Sehr gut. Doch, schauen wir mal, ob wir uns... Oh, Moravec, genau. Ob wir uns durchkämpfen können auf Platz 1. Bis zum nächsten Herbstmeistertitel. Ah, wir spielen gut, aber wir machen das Tor wieder nicht. Angers, wie sieht es in Angers aus? Die spielen zu Hause gegen Stade Rennes, unangenehm. Hennessy, endlich trifft er mal wieder. Also, uns darf man natürlich auch nicht laufen lassen. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn Angers jetzt patzt, werden wir den hoffentlich eiskalt ausnutzen. Den Fehler, ja. Erstmal müssen wir selber schauen, dass wir hier über die Runden kommen. Rennen immer noch. Turba macht dann die Entscheidung hier bei uns gegen Tror. Nee, noch nicht ganz. Wird nochmal spannend. Nein. Okay, jetzt haben sie natürlich ein Problem in Angers, denn wir führen mittlerweile mit 3 Punkten. Es ist Länderspielwoche. Da sind sie wieder alle für ihre Nationalmannschaften unterwegs. Außer natürlich die Italiener im Team, davon haben wir ja einige. Sind noch besser drauf. Ja, die wollen unbedingt Moravec, aber ich kann euch Moravec nicht geben. Ausland, ja. Direkter Liga-Konkurrent, nein. Tut mir leid, Deutschland, das gewinnt 3-0 gegen Polen, 3-1 gegen Polen. England mit Kovacic gewinnt ebenfalls 4-0 sogar. Frankreich gegen Spanien 3-1. Spanien mit Alic. Zu
war ausverkauftes Spiel gegen Nizza. Ich will dich aber sehen, Aurel, du machst mir das. Ja, 511 Zuschauer, ne? Aus Nizza mitgekommen, das ist natürlich nix. Kovacic, siebtes Tor. Angers liegt vorne gegen Auxerre. Bei uns läuft die Maschinerie. Auxerre führt. 4 Punkte wären es dann. Vier Punkte Vorsprung. Das ist natürlich hart. Sehr gut. Wir ziehen das jetzt natürlich durch. Ihr dürft noch mit dabei sein bis zur Herbstmeisterschaft bzw. bis zur Winterpause. Ihr dürft auch noch selbstredend den Knaller in der Champions League miterleben. War den Oberknaller. Mega Spiel. 11% und ich hab zu wenig Kohle. Leider. Okay, verbessert ist immer gut. Wir spielen im Wander Metropolitano in Madrid. Es wird ein Megaspiel. Sergio Roberto bringt uns in Führung. Glücklicherweise. Erstmal Martin. 24 Minuten. Wir führen 2-0. Kovacic in der 29. Das 3-0. Ja, was ist denn hier los? Wahnsinn! Atletico völlig von der Rolle. Da geht gar nichts mehr. Mustavi, sein drittes Tor im laufenden Wettbewerb. 4-0 niedergemetzelt. Macht natürlich ganz klar Platz 1. Und die beste Voraussetzung im Kampf gegen im Kampf ums Viertelfinale. Platz 17 gegen Platz 1. Ihr wisst, was zu tun ist, Leute. Brest muss geschlagen werden. Ich bin aber vorsichtig, okay. Vielleicht können wir kontern. Kovacic, 8. Tor. Rogere verabschiedet sich gerade aus dem Titelrennen. Na gut, sie spielen gegen Bordeaux. Aber auch wir haben uns gerade nicht mit Ruhm bekleckert, muss man ganz klar sagen. Van de Beek. Kovacic, Ismail. Hakim.
Ecke von der rechten Seite, Hakim. Kopfballduell. Ja, Si Roberto. Ganz wichtiger Junge. Sichert uns die 5 Punkte Vorsprung. Gelb-Rot. Herr Nassim macht das Tor. Sechs Punkte Vorsprung sogar. Liverpool braucht dringend Hilfe. Gute Achtelfinale, das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Wir befinden uns an Spieltag 16, kann das sein? Ja. Damit ist uns die Herbstmeisterschaft natürlich nicht mehr zu nehmen. Gratulation natürlich hier an meine Spieler. Das ist der Weg, den wir wollten, den wir einschlagen müssen. Natürlich, völlig klar, wollen wir auch im Pokal weiterkommen. Ins Viertelfinale. Wir wollen nicht nur, sondern das ist ein absolutes Muss. Das ist ganz klar. Wir spielen gegen den Amateur. Hennessy, 24. Minute. Und sind da natürlich zum Siegen verdammt. So ist es nun mal. Mustavi. Gut. Sehr gut. Damit wollen wir natürlich jetzt ins Viertelfinale stürmen. Völlig klar. Hakim macht Tor. Sehr gut. Glowacki. Hat sich gelohnt, ihn einzuwechseln. Sehr gut, der Junge. Fünf-Null, Hakim. Sehr gut. Sehr gut. So, Heimspiel gegen Stotrem, das ist schon mal geil. Das ist natürlich geil. Jetzt, Freunde. Nee, für das Heimspiel keine. Für auswärts gerne. Na, er holt sich langsam wieder. Macht nichts. Okay. Cagliari, zu Hause. Turba nach 2 Minuten. Ismail. Guck
Kovacic, Wahnsinn. Stark, was wir hier abliefern. Mega stark, was wir hier nochmal abliefern. Drei Eins am Ende. Leute, das ist ja, das ist sehr überzeugend. So, letztes Spiel vor der Winterpause. Auch das wollen wir zu Hause natürlich nochmal gewinnen. Andrade hatte da was dagegen. Lyon ja so ein bisschen unser Wunderpunkt. Elfmeter. Da laufen wir einem 2-0 Rückstand hinterher, der gleich ein 3-0 Rückstand werden könnte. Nee. Ja. Die Herbstmeisterschaft ist uns sicher. Fünf Punkte Vorsprung auch. Kovacic. Das Team hat geschnallt, worum es geht, auf jeden Fall. Berisha. Kovacic. Boah, sehr gut. 4 Punkte Vorsprung vor Girondin Bordeaux, meine Damen und Herren. 4 Punkte. Kovacic macht Jagd auf Sigue. Atalanta Bergamo. Ja. Da wollen wir erst einmal nicht zurück. Habe ich nicht das Bedürfnis dafür. Nach Lidl fahren schon genug mit. 21 Millionen. Sehr gut, Freunde. Freunde, ich bin begeistert. Oh, Bayern München hat sich nach 17 Spieltagen zurückgekämpft. Ja. Schon mal die Meisterprognose. Prognose ist Heidenheim vorne. Okay. Wie sieht es in den großen Ligen aus? West Ham wird vorne gesehen. Wir werden vorne gesehen. Dann doch relativ. Ja, deutlich. Bologna, okay. Schauen wir mal, ob sich das so ja, widerspiegeln wird. Die Heimtabelle sieht wie folgt aus. Da stehen wir auf der 1. Nur einmal unentschieden gespielt. Die Auswärtstabelle. Da stehen wir auf Platz 6, aber wir haben in dieser ganzen Saison bisher noch nicht verloren. Also 17 Spiele am Stück ohne Niederlage. Das ist natürlich dann in der Summe Platz 1, ist ganz klar. Ja, das ist einfach so. Elfmeterkiller. Von uns natürlich keiner dabei. Torjägerliste, Turba. Auf der 18 dann noch, dann kommt lange nichts. Naja, die Leute sind ganz erhaltene Elfmeter, was da immer heißt. Na gut, wir nur auf Platz 11. Ist schön, wie oft haben wir zu 0 gespielt? 8 Mal, das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Tore nach Einwechslung, okay.
Ist natürlich schon alles Schiri-Lieblinge, können wir jetzt nicht unbedingt dazu. Historisches, wir können natürlich noch schauen nach den Herbstmeistern in Frankreich. 65% sind dann auch Meister geworden. Wir haben einen Punkt mehr als letztes Jahr. Okay. Letztes Jahr haben wir dafür 2 Tore mehr geschossen und 3 weniger reinbekommen. Das ist immer sehr interessant zu schauen. Aber auch da wollen wir natürlich Meister werden. Das ist ganz klar. Rekordmeister sind wir mittlerweile. Rekordmeister in Italien ist noch für mich interessant. Als Fan von Juventus Turin natürlich. 52 Mal Meister. 13 Mal den Europapokal mittlerweile gewonnen. Real Madrid 16 Mal. Also da gibt es noch feine Unterschiede. Genau, da sieht man das dann auch. Wir haben einmal den Europapokal gewonnen. Okay, einmal die Champions League haben sie also gewonnen mittlerweile in der Zeit. Unter uns allerdings nicht. So, Freunde, ich würde sagen, interessant die Entwicklung. Wir werden schauen, wie es weitergeht. Ich sag danke fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefallen hat, in der wir doch relativ erfolgreich waren. Also wir sind in der Champions League auf ganz klarem Viertelfinalkurs. Und auch im Pokal können wir natürlich noch ins Halbfinale einziehen. Stotterem hier der Gegner. Und der große Ziel, das große, große Ziel natürlich der Henkelpott. Wir werden sehen, ob es klappt. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, eine neue Folge in der Neverending Story. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal, ihr würdet mir eine riesen Freude damit machen. Und mir bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, lasst euch nicht ärgern, ärgert lieber die anderen. In diesem Sinne, sagt euer Colt, tschüss, ciao und Servus.